Herr Baumgärtel, heute waren viele Zeugenvernehmungen am zweiten Verhandlungstag. Vielleicht können Sie den Tag kurz zusammenfassen. Ja, die Zeugeneinvernahmen haben letztlich das Geständnis des Angeklagten bezüglich beider Tatsituationen bestätigt. Wir haben die restlichen Zeugen aus dem Tötungsdelikt in Aschau heute gehört und letztlich auch die Zeugen, die hier in dem Verfahren Brandenburg betroffen waren.